haben mir einen Pfund gegeben. Schauen Sie mal, was das ist. Das ist kein Euro. Hallo Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir werden heute für euch mal wieder Fastfood-Neuheiten testen. Wir waren auch gerade bei KFC. Es gibt richtig coole Fastfood-Neuheiten. Also bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß beim Video. Bei Burger King... Da geht es gleich auch noch drin, aber wir sind natürlich bei KFC. Und da gibt es jetzt auch Veggie-Burger und Veggie-Twister. Und wer es nicht weiß, das C in KFC steht für Chicken. Also haben die jetzt Chicken Veggie. Aber ohne Chicken. Produkte. Schreibt auch gerne in die Kommentare, falls ihr die schon mal probiert habt. Also da stand jetzt nicht neu dabei, aber wir kennen die nicht. Wir die testen sind ja safe öfter neu. Fast also, Neuheiten. Sonst hätten wir die schon getestet. Wir testen eigentlich immer alle. Ja, ich glaube auch. Was ist das eigentlich für ein Burger? Das ist der Colonel. Ich glaube, den gibt es auch nicht Veggie. Ich habe hier einmal ein Wrap mit Veggie. Okay. Also meiner sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Sieht auf den ersten Blick aus wie Chicken. Dann haben wir Salat, irgend so eine Colonel-Soße. Aber ist kein Brioche-Bun, oder? Nee, aber das haben die immer, so Sesam-Buns. Fast-Food-Ketten haben das meistens. Tomate und Käse ist auch noch drauf. Ich glaube, bei mir ist das gleiche drauf, nur halt eben in einem Wrap. Soße ist, glaube ich, ein bisschen anders. Mhm. Der riecht ein bisschen verbrannt. Aber ist eigentlich lecker. Mein erster Biss ist voll trocken. Die Soße ist auf Mayo-Basis. Und ich glaube, wenn man es jetzt nicht wüsste, dass es Veggie ist. Oh, schade. Das Video geht gerade erst los. Deswegen wird immer schlimmer. Mag ich KFC nicht so scharf. Ui, was haben Meiner die denn da ist nicht scharf. Willst du mal probieren? Aber es ist trocken. Irgendwie ist wenig Soße. Dann musst du das probieren. Das ist echt gut. Ich kritisiere nicht den Veggie Patty. Der ist okay. Aber da ist viel Brot. Mhm. Darum dieser trockene Veggie Patty. Und ist echt sehr trocken. Du vermisst halt die Soße. Da hingegen ist der gar nicht trocken. Ja, der ist besser. Aber da gefällt mir der Patty nicht so. Echt? Ich finde es andersrum besser. Aber ist das nicht das gleiche? Und da schmeckst du so dieses Soja, zermatschte Soja so raus. Das schmeckt schon mehr wie Chicken, finde ich. Auf jeden Fall gibt es die besten Fastfood-Neuheiten eigentlich immer bei Burger King. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal hin und schauen, was es bei Burger King Neues gibt. Wir dachten uns, wir geben noch eine Bewertung ab. Und zwar bekommt von mir KFC eine 6 von 10. Und ich gebe eine 5, weil das Hähnchen war gut beim Burger. Den Wrap mochte ich gar nicht, aber der Burger war zu trocken. Und unser Kameramann Marlon meinte, hä, ist das kein Chicken? Also das ja, also man schmeckt den Unterschied nicht so. Also ich hätte es beim Wrap auch gesagt. Nein, voll andersrum. Mehr. Nein, bei beiden. Das, nee, ist das stimmt. Das gleiche wir sind Fleisch. Uns oft einig, aber diesmal überhaupt nicht. Wrap war so Soja gepresst und der Burger war wirklich wie Chicken. Das ist genau das gleiche. Du hast diesmal unrecht. Okay, wir gehen zu Burger King. Ordentliche Portion Burger. Habt ihr Hunger? Ihr könnt sehen, es gibt richtig viele Food-Neuheiten bei Burger King. Wie immer, Burger King hat jede Woche gefühlt neue Sachen, die sind so krass, deswegen freue ich mich am meisten heute darauf. Das ist eigentlich der Grund, warum ich dieses Video unbedingt drehen wollte, wegen Mac and Cheese. Ich liebe Mac and Cheese und es ist einfach hier auf dem Burger mit drauf ein zusätzliches Mac and Cheese Patty. Das gibt es auch einzeln zu kaufen als Mac and Cheese Snack. Wir haben natürlich alles getestet. Einfach den haben alles. Wir einmal hier. Wir werden alles testen. Voll krass, das Mac and Cheese. Deswegen bin ich so gespannt. Wie fett die sind. Oh. Double Beef. Und das ist der Mac and Cheese Patty. Auch frittiert ist der. Boah. Und oben ist so Ketchup oder so. Und das finde ich so krass bei Burger King. Also ich finde, von den Fastfood-Ketten ist Burger King ganz, ganz weit vorne, was Veggie angeht. Die haben diesen Mac and Cheese auch noch in Veggie-Variante gemacht. Hä? Ist das der? Also das ist auf jeden Fall ein Veggie-Burger. Welchen müssen wir noch rausfinden, denn es gibt auch noch einen Angry Garlic-Burger, der auch neu ist. Oh, auf den habe ich am meisten Bock. Einmal Beef, einmal Mac and Cheese. Das ist, glaube ich, der Angry Garlic-Burger. Und ich glaube, er hat es falsch verstanden, weil ich meinte, ich möchte diese Burger auch noch in Plant-Based. Du weißt ja nicht, ob das Plant Patty ist. Die sehen doch gleich aus. Ja, aber warum ist die Verpackung nicht Plant Based? Guck mal, das ist Beef Stimmt. und das ist Plant Based. Das verwirrt Stimmt. einen voll, weil das Plant hier richtig wie Beef aussieht. Oh yeah. Fangen wir an. Ich würde, glaube ich, mit dem Mac and Cheese Snack anfangen. Dann weiß man, was einen erwartet. Darf ich einfach irgendwo rein? Ja. Gucken, ob das Beef ist oder Plant Based.
Also, ich habe eben ein bisschen mehr erwartet. Das ist, glaube ich, nur so ein Cheese-Snack ohne Mecken. Also ohne so Nudeln. Das ist auf jeden Fall nicht trocken im Vergleich zu KFC. Da beißt du rein und dann passiert so viel. Vielleicht ist es im Burger besser. Ich habe jetzt hier einmal den Chicken Mac and Cheese. Boah ja, viel besser. Der ist so saftig. Ist das der Plant-Based? Ich glaube, das ist Beef. Boah, da ist so viel Soße. Das ist so eine Chili-Cheese-Soße, glaube ich. Ja, bei mir ist auch. Bisschen scharf, aber jetzt nicht so scharf wie der Wrap, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin ja sehr empfindlich, was scharf angeht. Aber sehr saftig, wenn man reinbeißt. Boah, wow, das also, ist Hammer. Gut, dieses Mac and Cheese, ich finde, da fehlt wirklich Macaroni. Das ist eher wie so ein Kartoffelpuffer-Ding. Stimmt. Ich bin eher so der Beef-Fan, deswegen bin ich auf den hier sehr gespannt. Es gibt auch einen Mac and Cheese-Burger in meinem Kochbuch, der ist anders. Mhm. Boah. Der ist geil, ne? Der ist noch mal besser, definitiv. Gucken, wie der Plant-Based schmeckt. Sieht genauso aus. Aber da ist Burger King ganz, ganz weg. Boah, aber der ist ein bisschen schärfer. Da unten ist Chili-Cheese-Soße, deswegen mag ich den, glaube ich, so. Ich bin gespannt, was das für einer ist. Ich glaube, das ist auch Plant-Based. Mhm. Plant-based mit Doppel-Patty. Das ist mir zu viel Fleisch, aber eigentlich lecker. Such mal den, der ist einfach Fleisch. Also für einen Pflanzenburger schmeckt der Plant-based Mac and Cheese richtig heftig. Aber Beef schmeckt mir ein bisschen besser. Aber da hast du halt nicht so viel schlechtes Gewissen, wie wenn du so viel Beef isst. Ich finde den echt lecker. Das ist zu viel doppelt ja, Plant-based Patty, ja. Diese Soße ist schon echt scharf. Ich probiere mal den Hähnchen. Du kannst ja den Garlic, crazy ja. Garlic. Ich frag mich aber echt, was das ist. Da ist so viel Knoblauch drauf, dass ich dachte, ich habe gerade den Knoblauch gebissen, weil ich deins gerochen habe. Wow. Der schmeckt ziemlich normal. Der Mac and Cheese Chicken ist so saftig auch. Oh, ich finde es so schade, dass die so scharf sind. Ich finde, das sind mit die besten Burger von Burger King. Toll. Diese Schärfe ist ein bisschen nervig, aber so im ersten Biss, wenn man reinbeißt. Was gibst du für eine Bewertung? Also für Fastfood-Ketten. Ja. Wir bewerten jetzt nur Fastfood. Die von Burger, die Oscars Burger, die sind ja damit nicht zu vergleichen. Aber ich glaube, das kriegt schon von mir eine 8,5 von 10 oder fast sogar eine 9. Mhm. Weil es ist schon krass, also. Genau, also wir sprechen jetzt nicht von richtig geilen Burgern, weil das kann man damit nicht vergleichen. Das wäre im Vergleich dazu vielleicht eine 4. Aber wenn man nur Fastfood nimmt, boah, dann schlägt das KFC um Längen. Voll, also ja. Ich gebe sogar eine 9. Vor allem die Mac and Cheese Burger, die solltet ihr probieren. Ja, bei Maggis gibt es auch noch einen neuen Wedgie-Burger, den werden wir gleich probieren, und ein veganes KitKat-Eis. Da bin ich super gespannt, ob das lecker sein wird. Wir werden es probieren und sehen uns gleich. Das hier soll der Mac and Cheese Patty sein. Sieht wirklich aus wie so ein Kartoffelpuffer, vielleicht mit ein bisschen Käse drauf. Wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass da auch auf Blöff so ein bisschen Macaroni drin ist. Aber nicht falsch verstehen, es schmeckt geil, weil es fettig ist. Beides vegan, Fresh Vegan TS und ein veganes Eis. Schatz, vegan und Veggie. Also vegan ist ja noch mal krasser als vegetarisch, weil das ohne Käse ist und ohne Mayo, beziehungsweise vegane Mayo nur. Boah, weißt du, was mir hier schon mal positiv auffällt? Die Burgergurken, die hatte keinen Burger heute. Oh, die Soße sieht auch nice aus. Ja, sieht echt gut aus. Salat, Tomate, der Patty sieht so, naja. Hey, ich würde sagen, wir probieren erst beide den Burger. Hier, Ladies First, ich habe zwar schon angetatscht, aber das Brötchen, das ist schön weich. Oh ja. Das war voll. Bei den anderen nicht. Und voll warm. Ich bin gespannt, ob die gegen Burger King ankommen. Der ist so der kompakteste Burger. Ich finde den gut eigentlich. Also, ist aber wieder ein bisschen scharf. Das verstehe ich gar nicht. Also ich finde eigentlich alles lecker aus dem Burger. Aber das Patty, das macht Burger King schon besser. Ich glaube, ich müsste persönlich da einfach den direkten Vergleich haben. Also zwei Burger in der Hand, in beide reinbeißen. Und dann kann ich sagen, was ich besser finde. Aber ich muss sagen, der ist gut gemacht. Weil ich glaube, beim letzten Mal waren wir schon sehr enttäuscht von McDonald's. Aber da kann sich McDonald's verbessern, finde ich. Beim veganen Fleisch. Wisst ihr, was sie nehmen sollen? Die sollen Beyond Meat nehmen. Das ist einfach das beste vegane Fleisch. Warum machen die das nicht? Vielleicht zu teuer. Das ist so mit rote Beete. Da denkst du, es ist sogar blutig. So. Und es schmeckt auch. Ich habe auch
auch einen veganen Burger in meinem Kochbuch mit Beyond Meat und Avocado. Ja, ist heftig. Mhm. Aber ich verstehe nicht, warum die immer eine scharfe Soße draufhauen müssen. Weil die dich hassen. Die denken dann bestimmt, der Geschmack ist nochmal irgendwie intensiver oder so, aber schau mal, ob hier auch eine scharfe Soße drin ist. Ein schoko-veganes Eis. Oh, das ist echt lecker. Die schmeckt einfach irgendwie wie Kakao. Also so wie ein gesundes Eis schmeckt es irgendwie. Ein gesundes Eis? Also nicht lecker. Doch lecker. Aber diese Schokosauce ist richtig gut. Ist das KitKat? Dieses Schokoeis. Ja, KitKat? Schmeckt gar nicht wie KitKat. Und schmeckt auch gar nicht wie veganes Eis. Ja, so schmeckt wie ein Mousse au Chocolat. So, ja, ne? Aber gut. Ich finde, da ist auch noch Luft nach oben, bis das gegen ein Milcheis ankommt. Das auf jeden Fall, aber für vegan ist es echt sehr lecker, muss ich schon wirklich sagen. Ja. Und zur Bewertung, also ich fand es besser als KFC. Ich gebe dem Ganzen eine 7,5. Ich gebe eine 6. Das war's mit dem Video. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsfastfood, eure Lieblingsfastfood-Kette ist. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Jetzt könnt ihr euch noch das Video von Oscar anschauen. Und bleibt gesund und bis dann. Peace. Tschüss, Freunde.